Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache mir hier ein ganz neues Format, also eine ganz neue Videoreihe. Und zwar, nachdem ich ja gesagt habe, dass ich den Gaming-Kanal doch nicht führen werde. Ich weiß, hat keiner mitbekommen, war nämlich in den Talk-Streams. Tja, da hätte man es vielleicht, da habe ich, okay. Auf jeden Fall möchte ich nämlich in Zukunft auch hier Gaming reinbringen. Ich meine, okay, ich bin ganz ehrlich, Das wird safe eh keine Sau interessieren. Aber das ist mir egal. Ich mach's trotzdem, weil ich es will. Ich mach hier das Gaming-Video. Ich mach jetzt hier den Gaming-Video. Und zwar Motorrad. Dann gehen wir mal rein in den Motorrad. Und lädt. Es ist halt einer dieser Spiele auf 1001spiele.de. Kann man halt so nebenbei. Also, ich habe ja nicht so viele Spiele auf dem Laptop. Aber egal. Online-Spiele, Riesenauswahl. Obwohl ich natürlich sagen muss, okay, mein Internet ist vielleicht nicht gerade das geilste. Wie steuere ich das? Ah, mit den Pfeiltasten, okay. Obwohl ich sagen muss, es leckt bei mir übelst. Bei euch wahrscheinlich auch. Mein Internet ist nicht so gut. Oh. Läuft. Die grünen Dinger sind also Checkpoints, okay. Okay, das war jetzt meine Schuld, weil ich noch ein bisschen mit den Tasten ausprobiere. Na also. Läuft doch. Ich hab's geschafft, Leute. Und damit, beende ich auch schon wieder das Video. Nein, weil wir machen sowas Stück für Stück. Also, wenn es euch gefallen haben solltet, weiß ich nicht. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, wird es sich wahrscheinlich eh mal wieder keiner angucken. Ja. Die letzten Videos haben mein Video-Selbstbewusstsein so ein bisschen geschwächt. Bin ich ganz ehrlich. Naja, auf jeden Fall, ja, würde ich jetzt sagen, das war's für ein Video. Ich will es auch nicht zu lange in die Länge ziehen, ich will nur dumm rumreden. Dafür hatte ich ja eigentlich eins meiner Talkstreams, aber da hat sich ja keiner angeguckt. Naja, auf jeden Fall, das war's im Video. Falls euch dieses Video gefallen sollte, dann lasst ein Like da. Wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann lasst ein Dislike da. Das könnt ihr tatsächlich machen. Ich habe ein Programm auf meinem Laptop, also im Browser, mit dem ich Dislikes sehen kann. Also, nur mal so. Hat dieses Video mehr Likes, mache ich weiter. Hat dieses Video mehr Dislikes, dann nicht. Dann müsst ihr mir aber in die Kommentare schreiben, was ich stattdessen machen soll. Weil ich persönlich, ich habe keine Ideen. Weil, wenn ich irgendwas möchte, dann kommt das am Ende nicht gut an. So wie der GTA 5 Taxifahrer. Ich dachte, ey, das war voll die nice Sache und am Ende ist es gefloppt. Oder hier auch die Quiz-Sache. Ich mache gerne Quiz, es macht mir Spaß. Ich lade es hoch, kommt nicht gut an. Naja, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal.